verstehst bei Versicherungen nur Bahnhof. Du findest Versicherungen undurchsichtig und kompliziert. Du hast keinen Bock und keine Zeit, dich stundenlang in die Materie einzulesen. Und du willst deine Absicherung selbst in die Hand nehmen, aber weißt nicht wie? Dann bist du hier genau richtig. Im Versicherungsgeflüster-Podcast. Dem Podcast für junge Unternehmer, Selbstständige, Startups und alle, die mehr Einblick bekommen möchten, sprechen wir genau über die Themen, die für dich wichtig sind. Wir geben dir unser Wissen weiter. Wir teilen unsere Erfahrungen mit dir. Wir erklären dir das, was du wirklich wissen musst. Und wir bringen Licht in das Versicherungsdickicht. Freue dich auf wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster, eine Zeit für großes... Ha! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute auch wieder dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Hallo Basti. Hallo Patrick, hallo liebe Zuhörer. Du hast in der Einleitung etwas sehr Interessantes gesagt, der unabhängige Versicherungsvertreter, der noch ein Honorar wollte. Und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen draußen so, dass diese Begriffe, die es gibt bei den Versicherungsvermittlern, wie es korrekt heißt, alle zusammen über einen Kamm geschert, dass bei diesen Begriffen da wirklich sehr viel Unwissenheit herrscht. Und man hört ja sehr häufig irgendwie bei der Versicherungsmakler, der Allianz, schon bei mir. Und genau mit diesen Begriffen wollen wir heute mal so ein bisschen aufräumen und mal erklären, weil es gibt ja doch Unterschiede von den Arten der Versicherungsvermittler. Und zwar sowas von. Gibt es da Unterschiede? Und es ist echt manchmal zum Lachen, manchmal auch wieder zum Weinen, weil es in der Bevölkerung in Deutschland nicht bekannt ist, wie diese Unterschiede aussehen. Und das Problem ist einfach wieder, dass dann halt diverse Fachmedien oder Talkshows, Filme, wie auch immer, halt die Begriffe wieder so verwendet werden, wie sie halt eigentlich nicht verwendet werden sollen. Und das prägt sich dann wieder in den Köpfen der Leute an. Ausprägungen eines Versicherungsvermittlers. Und diese könnten jetzt wiederum sein, ein Versicherungsvertreter, ein Mehrfachagent, ein Versicherungsmakler, ein Honorarberater oder ein Versicherungsberater. Das wäre mal so die Struktur, wie das Ganze aussieht. Und das impliziert ja jetzt quasi, um einen Fachbegriff zu verwenden, dass wir Versicherungsvermittler hier als diesen Oberbegriff haben, dass die ganzen Unterbegriffe alle nicht das gleiche halt sind. Ja? Sonst gäbe es die nicht jetzt so hier so vereinzelt. Das heißt, ein Versicherungsvertreter ist was anderes als ein Versicherungsmakler ist was anderes als ein Honorarberater und ein Honorarberater ist was anderes als ein Mehrfachagent. Ja? Und ja, anders gemischt noch. Ja? Also das ist alles für sich eine einzelne Stufe der Gattung Versicherungsvermittler. Ich hoffe, ich habe das echt gut erzählt. Das ist lateinisch. Also, die Frage ist,
Sicherungsvertreter ist die am häufigsten vorkommende Art in Deutschland. Da würde ich jetzt mal behaupten, dass es noch, ja, das ist mehr oder nicht mehr so aussehen, wenn ich bin überzeugt, dass es eine aussterbende Spezies in einem Raum der Sicherungsvertreter. Das ist halt der klassische Allianzvertreter mit einer Allianzagentur in Richtung Vertreters. Der vertritt eine Versicherung. In dem Beispiel jetzt halt die Allianz. Aber nur für die Allianz, da hat nur Produkte von der Allianz. Das ist der Versicherungs. Wenn es alle irgendwoher, weil es fast in jedem Kaff halt irgendwie so eine Versicherungsagentur halt gibt. Ja, da schon sagt, Peter kann man sagen, er vertritt nicht nur eine, sondern hat 2, 3, 4, 5, was es noch viel mehr gibt. 3 bis 5 in der Regel, ja. So, in der Regel, er vertritt quasi auch eben nur diese, sagen wir jetzt mal 5, Versicherungsgesellschaften und ist deswegen ein Mehrfachagent, ist quasi ja, der aufgebohrte Versicherungsvertreter, weil er jetzt dann ein bisschen mehr seinem Portfolio hat, dass er mehr Versicherungen anbieten kann, aber eben nicht an einem anderen alle. Und jetzt muss man auch, glaube ich, in dem Zusammenhang auch da nochmal jetzt den Versicherungsvertreter und auch den Mehrfachagent auch nochmal kurz zusammenfassen, was die rechtliche Stellung betrifft. Und zwar heißt es ja, dass ich ein Vertreter von diesen Versicherungsgesellschaften. Deswegen handeln sie quasi diese Versicherungsgesellschaften ausschließlich für diese Versicherungsgesellschaften tätig und stehen somit rechtlich gesehen auf der Seite der jeweiligen Versicherungen und verkaufen quasi dann die Versicherungen, die sie in ihrem Angebot haben. Mehr nicht, aber sie stehen rechtlich gesehen auf der Seite der Versicherung. Genau, und das ist interessant, weil, und dann kommen wir zur nächsten Spezies, dass bei einem Versicherungsmakler und auch dann bei einem Honorarberater und Versicherungsberater nicht so ist. Wenn man da mal nämlich ins Gesetz reinschaut, dann steht da nämlich plötzlich was anderes drin. Da steht nämlich drin, dass der Versicherungsmakler, wenn wir den jetzt mal hernehmen als Beispiel, auf der Seite des Kunden steht. Er ist Sachwalter des Kunden. Das heißt, in einigen Jahrzehnten so festgelegt oder hat diesen Begriff definiert. Das heißt, er handelt im Auftrag des Kunden. Er vertritt nicht das Versicherungsunternehmen. Nein, er vertritt die Wünsche des Kunden. Und das ist halt ein eklatanter Unterschied, den viele eben nicht wissen und nicht kennen und auch nicht wissen, was da dann quasi sich nachzieht. Und deshalb ist dann der Versicherungsmakler, der hat nicht eine Versicherungsgesellschaft oder auch nicht 3 oder 5 Versicherungsgesellschaften, die unabhängigste Form hier auch irgendwo, Versicherungsvertreter und vielleicht warum? Weil er dann Zugriff hat auf so den kompletten Versicherungsmarkt und von daraus dann auswählen, was genau auf den Kunden und seine Wünsche entsprechen soll. Zu der vierten Spezies, hast du gesagt, ne? Spezies. Vierten Spezies, das ist zum einen so der Honorarberater oder auch Versicherungsberater. Richtig gesehen, das ist identisch mit dem Versicherungsmakler, sprich, diese Spezies steht auf Seite des Kunden und nicht auf Seite des Versicherungsmaklers. Und wichtig ist, dass derjenige dann für seine Beratung, die er macht, ein wohingegen jetzt der Versicherungsmakler, dass wenn eine Vermittlung dieser Versicherung stattfindet, dann eine Provision erhält, die der Kunde nicht nochmal extra separat zahlen muss. Wobei es da bei den Versicherungsprodukten eh grundsätzlich eigentlich so ist, dass in dem Beitrag, den man zahlt, auch schon diese Provision, die der Versicherungsmakler, der Versicherungsvertreter oder Mehrfachagent bekommt, eingepreist ist. Also es ist
jetzt nicht unbedingt heißt, auch nicht lange nicht, dass jetzt die Krankenversicherung, dass die jetzt irgendwie günstiger werden würde, wenn man das über einen Honorarberater macht. Genau. Und es da jetzt keinen speziellen Honorarberater-Tarif gäbe. Ja, es gibt auch keine Berufsfähigkeit zur Sicherung. Und aber auch klar, fairerweise, ja, wir versuchen ja immer transparent objektiv zu sein, wir sind jetzt selbst Versicherungsmakler und wir sind auch überzeugt von dieser Form, und ich werde selbst Versicherungsmakler, aber wenn jetzt da jemand hergeht und sagt, jetzt wollten wir, ja, da gibt es jetzt aber einen Tarif, der hat da nicht keine Abschlusskosten, nehmen jetzt vielleicht irgendeine Rentenversicherung her, ja, und der Honorarberater macht den Tarif dann jetzt halt ohne irgendwie die Abschlusskosten. Okay, so. Und bei mir sind die halt damit eingerechnet. Und du musst aber den Honorarberater den Versicherungsberater separat bezahlen. Ja? Du musst dann vorneweg mal 2000 Euro, keine Ahnung, ja, also das sind jetzt keine typischen Preise, die ich gerade kenne. Je nachdem, wie umfangreich die Beratung ist und so weiter und so fort und welchen Preis der Honorarberater aufruft, die musst du dann zahlen. Ja? Also die musst du irgendwo rumliegen haben, weil dann du das zahlen kannst. Haben halt viele. Ja? Deswegen ist es irgendwie doch sinnvoller am Ende des Tages. Das dann so zu machen, dass es immer so einbeweist, wenn man das dann auf der Zeit quasi begleicht. Ja? Diese Kosten, die Vermittlung, dann halt hat man das klar, Leute. Umsonst geht nichts. Ja? Umsonst ist einfach schlichtweg nicht möglich. Wenn das manchmal jemand wünscht, ja, kannst du mir das nicht kostenlos machen, ja, und mit dann ein Vivo oder was, dann muss man einfach mal fairerweise mit dazugeben. Das ist ein super komplexer Versicherungsbereich, die haben ein krasses Wissen und ja, das kostet halt einfach Geld. Das ist wie wenn du zum Steuerberater oder Rechtsanwalt gehst und da kostet das teilweise noch mehr. Und ist aber weniger wichtig. Das Kuriose ist ja, dass quasi niemand irgendwie in Frage stellt, dass denn jetzt dann der Rechtsanwalt oder der Steuerberater, dass der Geld für seine Leistung bekommt. Ne? Ich glaube, es gibt kein anderes Gewerk, außer jetzt die der Versicherungsbranche, wo es immer so darum geht und so weiter. Egal wo man hingeht, irgendwie Geld und das ist völlig normal. Nur in unserer Branche heißt das immer wieder so. Jeder Bäcker, jeder Autohändler, sonst was hat eine Marge, hat eine Provision oder sonst was, ob man das so nennt oder irgendwie anders eine Vergütung, der Funktionsvergütung, weiß der Geier, ist vollkommen egal. Und das ist einfach so, das ist normal. Und ich lasse mich da übrigens auch nicht. Existenz abzusichern.
wo er denn gerne hingeht. Und das heißt noch lange nicht, dass ein Versicherungsvertreter, ein mehrfacher Mensch schlechter ist als ein Versicherungsmakler oder ein Honorarberater. Ich glaube, es kommt tatsächlich sehr auf das eigene. Man geht, wenn am Ende des Tages wirklich was Vernünftiges rauskommt und man eben selbst absichern kann. Genau, das war nochmal ein ganz wichtiger Satz, den du da am Anfang gesagt hast. Der Kunde entscheidet. Also du als Zuhörer, als Kunde entscheidest, welche Form der Beratung du wahrnehmen möchtest. Aber das Wichtige ist, dass du die Unterschiede kennst in der Form der Beratung, die es da draußen gibt. Es gibt keine Versicherungsmakler von der Allianz. Passt einfach von der Wortwahl nicht. Das war ein Versicherungsvertreter von der Allianz, ja. Und kein Versicherungsmakler, weil der wenn nicht von der Allianz, sondern der wäre. Und das trifft es nochmal ganz gut auf den Kopf, dass da einfach viel Aufklärungsarbeit noch getan werden muss, was diese ganzen Begriffe angeht und was dahinter passiert. Und das wirkt sich dann halt eben auch auf die Beratung aus. Jetzt noch reingekommen ist, können wir wärmstens empfehlen. Geh doch mal auf Instagram und guck mal beim Basti vorbei unter Versicherung im Kopf oder auch gerne gern bei mir oder was ist Versicherung. Da erfahrt ihr, was wir den ganzen Tag so treiben. Ja, wenn ihr gerade eh an eurem Handy seid, gebt mal kurz auf iTunes gerne und lasst uns dann bewerten. Wir freuen uns sehr drüber. Und dann können wir auch diese Episode schließen mit unseren bekannten Worten, die wir immer sagen, in diesem Sinne. Wir hören uns. In der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Dass du mit Spotify Musik hörst. Im Ernst, du könntest genauso gut Radio hören oder Schallplatten oder Kassetten oder auch ein Tonband, falls du weißt, wie so etwas überhaupt aussieht. Aber du hast dich ganz klar für Spotify entschieden. Dafür möchten wir Danke sagen. Und du kannst noch hunderte weitere Playlists hören.
Mm-hmm.